Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Deutschland ist nicht nur ein wirtschaftlich starkes Land, sondern wir leben die weltweit auch ausgeprägteste Form der Beziehung zwischen Unternehmer und Mitarbeiter. Und das ist auch, was die Gesetzgebung betrifft, auch maßgeblich auf unionsgeführte Regierungen zurückzuführen. Sie wird getragen von der Tarifautonomie und auch der betrieblichen Mitbestimmung. Neben dem erfolgreichen Unternehmertum in Deutschland mit den vielen mittelständischen und familiengeprägten Unternehmen, den Groß- und den Kleinbetrieben mit ihren klugen Köpfen, ist es aber auch gerade diese Säule bzw. die beiden Säulen der industriellen Beziehung, die Deutschland und die Menschen zu Wohlstand gebracht haben. Wie wichtig dies für eine erfolgreiche und funktionierende Wirtschaft ist, wie gut sie funktioniert und wie verlässlich sie ist, das sieht man insbesondere in Krisenzeiten. Und Bernd Rützel hat es eben schon angesprochen, gerade die Erinnerungen an 2009 zeigen, wie wichtig es war, dass man da auf diese beiden Säulen zurückgreifen konnte und dass es gerade diese beiden Säulen waren, die uns möglichst schadlos durch die Krise geführt haben, aber vor allen Dingen auch anschließend noch viel stärker aus der Krise haben herauskommen lassen. Und das sehen wir heute insbesondere an einem historischen Tiefstand der Arbeitslosenzahlen von ca. 2,5 Millionen Arbeitslosen und von Rekordbeschäftigungszahlen. In dieser Beziehung ist es wichtig, dass Verständnis für die Situation des jeweils anderen auch aufgebracht wird und dass hier auch Lösungen gefunden werden vor dem Hintergrund, dass die Interessen beider Seiten berücksichtigt werden. Das ist natürlich nicht unbedingt immer ganz einfach. Es führt zu intensiven und kontroversen Diskussionen. Schließlich wollen natürlich auch beide Seiten vorankommen. Die Unternehmer wollen auf der einen Seite bestimmte Vorstellungen umsetzen, wie man den Betrieb erfolgreich weiterentwickeln kann. Und die Mitarbeiter möchten natürlich auch eine entsprechende Teilhabe an den Erfolgen haben, insbesondere aber auch in bestimmten Angelegenheiten mitreden können, Einfluss nehmen können und auch Ideen einbringen können. Wichtig erscheint mir in diesem Verhältnis, dass beide Seiten dies stets im Auge behalten bei jedem Handeln, was sie tun. Und da, wo es funktioniert, funktioniert es auch wirklich richtig gut. Und dort sind ja auch die Betriebe erfolgreich. Und natürlich ist es wünschenswert, dass von der Möglichkeit dieses erfolgreichen Modells auch so gut es geht und so viel es geht, Gebrauch gemacht wird. Die Beschäftigtenzahlen, die durch die heute in Rede stehenden Betriebsräte vertreten werden, sind in den, wenn man die letzten 15 Jahre betrachtet, leider leicht etwas rückläufig. Dabei ist auch festzustellen, dass gerade der Organisationsgrad mit zunehmender Betriebsgröße zunimmt. Kleinere Betriebe, das verwundert natürlich nicht, haben oft keinen so großen Organisationsgrad. Das ist auch dem Umstand geschuldet, dass da natürlich ein engerer Kontakt zu dem Unternehmen besteht und das Näheverhältnis einfach auch dazu führt, dass Probleme vielleicht etwas konkreter und näher angegangen werden. Aber nicht unerwähnt bleiben soll auch, dass es natürlich neben den Betriebsräten auch weitere Einrichtungen gibt, wie zum Beispiel die Schwerbehindertenvertretungen oder auch Frauenbeauftragten in den Unternehmen, die hier die Interessen wahrnehmen. Sicherlich ist zu berücksichtigen, dass die Mitbestimmung in den unterschiedlichsten Branchen auch unterschiedlich stark verankert ist. Das hat aber auch zum Teil historische Gründe. Zu betonen ist allerdings, dass die Rechte der Betriebsräte im Betriebsverfassungsgericht doch auch umfassend geregelt sind. Bereits ab 5 Mitarbeiter kann ein Betriebsrat gegründet werden und er hat dann umfangreiche Rechte wie Unterrichtungsrechte, Anhörungsrechte, Informationsrechte, Mitbestimmungsrechte, Beratungsrechte und so weiter. Sie beziehen sich auch nicht nur auf personelle Angelegenheiten, sondern unter anderem auch auf die Gestaltung von Arbeitsplätzen und Arbeitsabläufen. Betriebsräte genießen auch einen speziellen Kündigungsschutz. Deswegen kann ich das Beispiel, das du, Bernd, eben zitiert hast, eigentlich nicht so nachvollziehen, aber es scheint es ja zu geben. Zu erwähnen ist allerdings auch, dass in dem Gesetzespaket zu den Werkverträgen und zu der Zeitarbeit auch die Informationsrechte der Betriebsräte
konkretisiert worden sind. Darüber hinaus erlaube ich mich auch, darauf hinzuweisen, dass wir gerade heute Morgen mit dem Bundesteilhabegesetz auch die Rechte der Schwerbehindertenvertretungen gestärkt haben, was sicherlich jetzt ein anderes Thema ist, aber ich möchte es trotzdem an dieser Stelle erwähnt haben. Insgesamt denke ich aber, dass wir mit der derzeitigen Rechtslage eine umfangreiche Rechtslage mit vielen Schutzmechanismen haben, die auch ein ausgewogenes Konstrukt darstellt. Schaut man sich nun einmal die Anträge an, die heute zu diskutieren sind, so möchte ich dazu sagen, dass sie entweder nicht ganz nötig sind, ich erläutere das jetzt gleich näher, oder vielleicht auch etwas unverhältnismäßig sind. Ich komme auf das Beispiel, dass die Mitglieder in Wahlvorständen und die Beschäftigten, die erstmals eine Wahl eines Betriebsrats einleiten wollen, dem Schutz des 119 Betriebsverfassungsgesetzes unterstellt werden sollen. Hier geht es um die Ahndung von Straftaten gegen Betriebsverfassungsorgane und ihre Mitglieder. Nach meiner Auffassung ist es so, dass wir da an der Stelle eigentlich schon eine Regelung haben, wenn wir hier den Paragraphen 20 Betriebsverfassungsgesetz mit dem 119 in Verbindung nehmen. Eine weitere Forderung ist, befristete Beschäftigte, die in einen Betriebsrat gewählt werden, dem umfassenden Schutz des § 78a Betriebsverfassungsgesetz zu unterstellen. Das hätte zur Konsequenz, dass aus einem befristeten Arbeitsverhältnis im Ergebnis ein unbefristetes Arbeitsverhältnis werden würde. Das verstößt allerdings auch gegen 78 Satz 2 Betriebsverfassungsgesetz. Für die Zuhörer mag das jetzt alles etwas sehr juristisch sein, aber ich bin nun mal Jurist. Da ist es so, dass in dem 78 Satz 2 ist geregelt, dass Betriebsratsmitglieder weder benachteiligt sein dürfen, aber auch nicht bevorteilt werden dürfen. Und wenn ich jetzt jemanden nehme, der eigentlich befristet beschäftigt ist, in den Betriebsrat gewählt wird und dann ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bekommt, dann ist das natürlich eine Bevorteilung dieser Person, was jetzt nach dieser Norm zumindest nicht zulässig ist. Dann müsste man konsequenterweise hingehen und diese Norm auch abschaffen. Aber das fordern Sie hier nicht. Deswegen ist der Vortrag an dieser Stelle etwas unschlüssig. Dabei sei auch erwähnt, dass man, wenn man eine solche Forderung dann auch stellt, konsequent durchgehen muss und nicht eine Rosinenpickerei betreiben soll. Darüber hinaus werden weitere Kündigungsschutzrechte verlangt. Ich habe eben schon erwähnt, dass der Kündigungsschutz für Betriebsräte eigentlich schon umfassend ist. Darüber hinaus wird noch eine Meldepflicht für Verstöße gefordert und da soll auch eine entsprechende Einrichtung noch gestaltet werden, wo die dann gemeldet werden sollen. In dem Zusammenhang erlaube ich mir den Hinweis, dass sämtliche Verstöße, die im Ergebnis festgestellt werden, auch solche sind, die natürlich dann auch gerichtlich festgestellt werden müssen. Die Verhandlungen sind öffentlich. Und doch wohl. Und die Verhandlungen sind öffentlich. Deswegen hat jeder im Ergebnis auch Zugang zu den Entscheidungen, sodass ich denke, dass an dieser Stelle diese Meldepflicht nicht nötig ist. Daher lehnen wir die Anträge ab und abschließend möchte ich vielleicht noch folgende Anmerkungen machen. Nun ist es so, dass auch wir von der Fraktion, von der Unionsfraktion, der Auffassung sind, dass es sehr wünschenswert ist, wenn wir eine hohe Anzahl von Betriebsräten haben. Und das haben wir auch nie in Abrede gestellt. Aber es muss im Ergebnis auch die Entscheidung der Mitarbeiterschaft eines Unternehmens sein, ob sie es machen wollen oder nicht. Wenn ich jetzt auch einige Zitate aus der letzten Debatte sehe, da wurde dann zum Beispiel gesagt, ich zitiere, nur eine mitbestimmte Arbeit ist gute Arbeit, dann würde ich persönlich dies jetzt nicht so deutlich unterschreiben, weil man damit natürlich auch die Freiheit der Mitarbeiterschaft, einen Betriebsrat zu gründen, doch etwas entgegenspricht. Darüber hinaus wurde in der letzten Sitzung, es wurde heute jetzt nicht erwähnt, aber ich erwähne es trotzdem, ich zitiere, eine kämpferische Mitbestimmung in den Betrieben gefordert. Also da muss ich sagen, das sind Formulierungen, die ja eher auf Konfrontation ausgerichtet sind und die ja so ein bisschen mehr zum Klassenkampf aufrufen. Ich finde, in so einer Diskussion und bei so einem sensiblen Thema und vor allem einem so erfolgreichen Modell sollten wir doch bei der Wortwahl etwas behutsamer vorgehen. Im Ergebnis darf ich feststellen, dass wir zurzeit Rekordzahlen auf dem Arbeitsmarkt haben, Rekordbeschäftigtenzahlen haben,
geringe Arbeitslosenzahlen haben. Dies ist maßgeblich auf das hier in Rede stehende Modell zurückzuführen. Und deswegen sollten wir das auch bei der derzeitigen Rechtslage belassen. Herzlichen Dank. Das Wort erhält nun die Kollegin Müller-Gemmecke für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.